Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server. Ja, ich war ein paar Tage weg, ich war Skifahren. War hammerhart. Die ganze Zeit hat es geschneit. Und hier hat wirklich Fireman mir eine AFK-Fischfarm gebaut. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die jetzt genau benutzen muss. Deshalb werden wir hier noch ein bisschen warten. Aber die kommt dann irgendwann mal in Einsatz. So, wir werden uns heute um ein bisschen was anderes kümmern. Ich habe da schon etwas angefangen. Neue Straßenlampen haben wir auch, okay. Also ich habe angefangen, hinten schon etwas vorzubereiten. Weil wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, wir bauen eine Stadtmauer und um die Stadtmauer rum. Oder eine Stadtmauer und bei der Stadtmauer wird es ein Tor geben. So. Und das habe ich hier eben schon angefangen. Da fehlt aber noch sehr viel. Und wo sind die Pistons? Ich habe die ganzen Sachen gefunden, das ist gut. Und dann machen wir auch gleich weiter. Ich habe mir ein Tutorial eigentlich mehr oder weniger ausgeguckt von einem YouTuber, der heißt Red Action Voltex. Ja, bei dem habe ich das Tor her. Und wir gucken einfach mal, ob das hier auch noch funktioniert. Das Video ist, oder das Tutorial ist aus 2013. Also schon etwas länger. So. Er hat gesagt, wir sollen erstmal drei... Wir sind falsch. Nein. Oder? Komm, wir machen einfach hier hin. Weil wir brauchen für das Tor schon etwas mega viel Platz. So. Der ist hier auch weg. Das Tor muss natürlich ein bisschen vorstehen, ja. Von dem her kriegen wir das hier auch gut hin. Wir gehen sogar... Ne, warte mal, das ist noch zu wenig. Wir müssen noch ein bisschen vor. Hier. So ist es, denke ich, in Ordnung. Ja, okay. Dann hat er gesagt, wir müssen die Zäune da oben drauf setzen. Wir müssen halt jetzt noch mal ein bisschen was umbauen, aber das ist gar nicht so schlimm. Jetzt kommt eine relativ komplizierte Redstone-Schaltung. Für mich zumindest. Mit vielen Repeatern, viel Redstone. Das wird eine ganze Weile dauern. Ich denke, ich werde ja wahrscheinlich einen kleinen Timelapse reinhauen. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie das geht, dann werde ich es nochmal langsam irgendwann erklären. Aber wie gesagt, das ist das ganze Tutorial oder die ganze Geschichte hier ist nicht von mir. Red Action Holtex. So, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, was das war. Drei. Okay, vier. Vier Reihen Zäune brauchen wir. Nein. Ach, bin ich doof, ey.
So. Das ist 4 hoch. Das passt. Wir bauen das 4 hoch, damit wir das ein bisschen in die Wand einlassen können. Sonst steht nämlich das ganze Ding so ein bisschen raus, das, oder direkt an der Wand. Das ist auch nicht so schön. So, ich mache jetzt hier einfach mal irgendwie hoch. Das ist definitiv nicht final. Oh oh. Habe ich nicht geschlafen? Nein! Oh fuck. Sorry. Aber die, die Dings da kommen. Schnell schlafen. Bitte, bitte, bitte. Hopp, hopp, hopp. Ihr verreckt, ihr Viecher. Die, wie heißen die? Phantome. Alter, das sind Viecher, die nerven richtig. Ich hab geschlafen, verpiss dich. Wir haben es geschafft. So, warte mal. So, erstmal. Dann haben wir das. Dann kommt da oben noch ein bisschen Holz drauf. Okay, das war nix. Das merkt man immer relativ schnell, dass es nix wird. Wir nehmen aber das dunkle Holz. So. Und dann kommen eigentlich hier noch ganz schön viele Pistons drauf. Die müssen wir uns aber erstmal machen. Weil sonst wird es nichts. Bam bam bam. Ja, doch, hier haben wir noch. Wir brauchen nochmal 7 eigentlich. Ne, wir brauchen nur einmal 7. Warum habe ich jetzt keinen Platz? So. So. Es wird relativ hoch, was wir hier bauen. Gucken wir mal, ob wir die hier hinkriegen. Die Ansage war, glaube ich, dass wir das mit 1 frei machen müssen. Wir brauchen doch mehr. Da oben noch mal ein Pissen hin.
So, also das wird die finale Höhe. Und das ist schon mächtig. Ich werde mal schauen, dass ich das irgendwie dann schön verkleidet bekomme. Und jetzt brauchen wir erst ein paar neue Pistons. Ressourcen sind am Start. Wir brauchen jetzt nochmal 7 Pistons. Wir haben zum Glück gestern offscreen genügend gesammelt, dass wir hier definitiv kein Problem kriegen mit Ressourcen. Zumindest im Moment noch nicht. 4, 5, 6, 7. Gut. Haben wir nämlich gleich den Großteil schon mal erledigt. Wie kriege ich denn das jetzt dahin? So, cheat mal halt ein bisschen. Hier kommen normale Pisten, sind keine Sticky mehr. Das ist schon gut. Wobei unsere Slime Farm ja auch ordentlich arbeitet, von dem her wäre jetzt auch Sticky Pistons kein Problem mehr. So. Jetzt müssen wir einen Haufen Repeater bauen. Gleich. Beziehungsweise jetzt. Machen wir mal ein paar. Und das Gold hätte ich daheim lassen können. Repeater geht mit. Achso, warte. Brauchen jetzt nur ein paar Stickies. Das Stückchen. So. Redstone Torch. Redstone. Und. Kein Clean Stone mitgenommen. Das war ja doof. Jetzt mir mal schnell in den Ofen hin. So. Dann können wir uns nämlich um die weitere Schaltung kümmern. Das geht nämlich folgendermaßen. Dann kommt erstmal hier eine Reihe Steine hin. Ich nehme einfach Cobblestone, das ist eigentlich in Ordnung. Hier und da. Wir müssen halt gucken, dass wir an die untere Reihe noch drankommen. An diese unter anderem. Hier kommen Repeater dran ohne Verzögerung. Und jetzt brauchen wir eben Stein. So, das ganze Ding hier wird mega riesig. Also das wird schon extrem ausladend. Aber ich finde, dieses Tor hat einfach was und es macht auch richtig was her, weil es einfach funktioniert hat. So, wir können hier mal die Signale schon verbinden. Dieses Schlafen, das nervt ein bisschen. So, 12 Steine immerhin. Dann
brauchen wir so ein paar. So, haben wir noch ein paar Repeater. Wir werden mega viele Repeater brauchen. Aber es dauert halt. So, ich mache hier auch schon mal soweit fertig. Also 4 Repeater fehlen uns noch. Ups. Dann können wir hier eigentlich schon... unten kommen. Wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, oder hab, so viel Zeug noch weg. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Platz hernehmen soll. So. Aber das Ganze sieht jetzt schon mal halbwegs richtig aus. So, jetzt kommen nämlich die Signale, die Redstone-Signale hier raus. Hier rüber. Und von da unten hier hoch. Ja, Leute, ich habe das nicht auswendig gelernt, ganz ehrlich nicht. Sondern ich schaue immer wieder nebenbei das Tutorial, muss ich ganz ehrlich sagen. Darf man die eigentlich hier schon verbinden? Ich glaube nicht. So sieht es bei mir jetzt auch aus. Gut. Jetzt brauchen wir wieder Repeater. Okay. Dann würde ich sagen, müssen wir hier wahrscheinlich einen kleinen Cut machen. Und zwar bis zur nächsten Folge. Ich guck mal gerade, wie viel Repeater ich noch hinkriege. Oder geht sogar noch ein paar. Gehen auf jeden Fall noch. Da machen wir noch ein paar Torches. Wie gesagt, wir brauchen so viele, also da können wir eigentlich, brauchen wir eigentlich nicht nicht sparsam sein. Oh, falsch rum. Passiert ja mal. So. Dann muss ich gerade mal gucken, wie das weitergeht. Weil wie gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung. So. Läuft da das Redstone-Signal unten drunter durch. Und Redstone oben drüber. In die Mitte.
Und hier kommt, glaube ich, die gleiche Chance. So. Ne, rechte Seite hat es nicht. So. Lass mich mal kurz gucken. Die rechte Seite kriegt einen Repeater auf 0. Die Mitte auch und hier auch. Dann müssen wir nach rechts Repeater setzen. So, das ist alles ein bisschen kompliziert, finde ich. Ah, Moment. Der hat einen Tick. Und der auch. So, und dann werden wir hier jetzt mal kurz noch ein bisschen freiräumen. So, wir müssen hier überall die Decke noch anheben. Das wird auch so ein Act. So, das ist schon mal gut. Fehlt jetzt noch ein Repeater. Ups. Aber den kriegen wir auch easy hin. Also einen Repeater brauchen wir jetzt für die für das Tor hier noch, ne? Für den ganzen anderen Act, da fehlt noch einiges. So, ich guck mal gerade noch ein bisschen weiter, was denn jetzt kommt. Redstone in die Mitte, links und rechts, dann kommen wieder Repeater. Auf alle auf 0. Okay. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's vom ersten Teil unseres Torbaus. Es sieht schon recht imposant aus, oder was sagt ihr? Es sieht wirklich imposant aus. Und es wird noch viel krasser. Das verspreche ich euch. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge dieses Projekt hier erstmal abschließen können. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich Bock habe, noch 2, 3 weitere Tore zu bauen. Das muss man dann sehen. Ich bedanke mich bis hierhin bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar oder Abo da. Und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.